Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Wartlich bei Mauer Hause. Heute Montag. Der 3L muss in den Service. 6000 Stunden Service. Ja, habe gerade ein bisschen viel Servicekosten. Der 714er war vor 14 Tagen im Service. Dort war ein mittlerer Service angesagt. Und hier beim 6000 Stunden ist ein großer Service. Ja, das wird mir dann ziemlich hohe Servicekosten bescheren. Jetzt fahre ich den da in die LMG Grasswil, hänge hinten noch die Seilwinde an. Meine Seilwinde ist funkgesteuert und die Funksteuerung, irgendetwas stimmt nicht genau. Sie will mir nicht, wenn ich stoppe, das Seil angespannt lassen. Sie lässt das Seil gerade los und das ist nicht gut. Darum wird jetzt ja die Seilwinde noch angehängt und dann nachher ab nach Grasswil. Sollte eigentlich schon dort sein. Es ist schon 8 Uhr durch. Ja, und morgen habe ich gerade Telefon bekommen, wird der zweite Zuckerrübenfeld gerodet. Und dann wäre es vielleicht auch noch möglich, Weizen zu säen. Ist noch alles angehängt hier. Bei der Weizensaat hatte ich plötzlich das Problem, da dieser Hydraulikschlauch hat ein Leck und das Öl ist rausgespritzt. Ich konnte nachher die Schare nicht mehr heben, musste dann das Feld fertig säen und immer vorsichtig runterlassen, gut abheben und beim Starten vorsichtig runterlassen, damit sich da die Schare nicht mit Erde füllen. Ja, ein bisschen komplizierter, ohne die Schare auszuheben. Fahrgassenschaltung musste ich manuell drücken. Und das ist schwierig. Dann vergisst man plötzlich zu drücken und Fahrgasse steht am falschen Ort. So, jetzt Seilwinde anhängen und ab nach Grasswil. Ja, und übrigens ist es kalt. Am Abend, gestern Sonntagabend, war es ein bisschen minus. Und heute Morgen war es knapp über 0 Grad und es geht aber eine starke Brise, die die 0 Grad sehr kalt macht. Hier steht sie. Eine Iglam-Seilwinde. Traktor abgeliefert in der LMG Grasswil. Jetzt warte ich noch auf meinen Chauffeur, der mich wieder zurückholt. Und wie gesagt, da die Steuerung, die elektrische Funksteuerung arbeitet nicht mehr gut. Das Stoppen und Starten und Seil halten funktioniert nicht mehr. Und das muss in Ordnung gebracht werden, sonst kann ich nicht gut Holz fällen. Holz fällen ist angesagt nächste Woche. Also ja, diese Woche, wie gesagt, noch Zuckerrüben roden, eventuell noch Weizensaat. Wir werden sehen. Auch in der LMG Grasswil ist um 9 Uhr Kaffeetime. Das ist eine gute Sache, Kaffeetime. Ja, und da ist dann noch Spritzmittellager reinigen angesagt. Spritzmittel müssen wieder sauber eingeordnet werden. Jetzt auf Ende Winter zuerst rauswischen, Spritzmittel neu schön einordnen, Lagerbestand aufnehmen, müssen wir da. Ja, und die Rinder brauchen auch schon wieder Heu. Jetzt müssen wir da den Samen starten. Hier an der Einspritzpumpe hat das einen Knopf. Ich muss immer diesen Knopf ziehen, damit er da mehr einspritzt, wenn es kalt ist. Und schauen, ich stehe da neben dem Traktor. Gut schauen, dass da die Gangschaltung auf Null ist.
sonst wäre es dann nicht cool. Morgens Zuckerrübenroder, aber noch nicht auf meinem Feld. Die haben die ganze Nacht durchgerodet. Dieses Feld hier eineinhalb Stunden und dann kommt er zu mir. Die haben ein bisschen Verspätung, hatten da in der Nacht einmal eine Panne. Wird in der Mitte angerodet. Ja, da fahre ich wieder nach Hause. Ich werde dann ein Telefon bekommen, wenn er bereit ist.